Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Durchgequatscht. Yay! Ich sag mal so, wir hatten eben schon einen Versuch. Wir haben Blitzcrank Mordekaiser gespielt mit Double Hexaflash, wobei Sona seinen Hexaflash vergessen hatte. Also war nicht unbedingt Double. Lief. Ist ein dehnbarer Begriff. Mittelmäßig bis intent. Und das ist komplett scheiße. Vielleicht hau ich das irgendwie auf den Zweitkanal raus als das Tätfest, Alter, weil das war das durchgetiltet. Durchgetiltet war, also es war halt not even close. Aber jetzt spielen wir eine richtig schöne Double AP Botlane Combo. Das haben übrigens die, gegen die wir im letzten Kämmer Spanner gespielt haben, im quasi Halbfinale mit Xerath Karma gemacht und einfach komplett weggeböllert. Also es war not even close. Es ist halt auch echt strong und er will einen Pull haben. In 2K17. Ja, vor allem Pull, wenn du Double AP hast, wo du halt. Das ist halt disgusting. Er kriegt halt einen Scheiß-Pull. Er kriegt halt zwei Auto-Tags. Maximal. Ich habe ja Mana-Flow-Band, ich kann mir das leisten. Same. Bin Gönner. Ja, Leute, ne? Der ist aber gut am Rumbrüllen hier, der Junge. Was ist das jetzt? Vayne Top-Lane, ne? Ja, Hauptsache nicht. Der hat nicht meinen Skin, was ist das denn? Warte mal, ich habe auch keinen. Aber ich bin auch auf meinen Smurf. Smurf. Wow, okay, der fand das sogar geil. Der fand den Pull sogar geil. Ich dachte jetzt, dass er uns wegflamed, weil wir so scheiße gepullt haben. Ah. Eins! Gut Job. Ich hab nicht getroffen. Wer ist denn jetzt der ADC? Du, ne? Ja, wir können ja mal beide CS, oder? Nee. Ich nehm die Kills. Hey, die ist alleine. Ah! Baited! Die ist also. Ich habe übrigens Barrier dabei. Das ist genauso wie das letzte Game. I feel it all over again. Nein. Da wurdest du jetzt schon mein Lieber. Alter, okay. Ja, das, da habe ich ein bisschen Upsi. Upsi passt gut. Botlane ist echt nicht meine Lane. Da sind so viele Überraschungen. Ja, das ist halt wirklich so. Du wirst halt einfach kommt doppelt gebumst, wenn du das falsch machst. So. Das ist ja nicht mal ein Witz. Ja. Oh, dass sie auch hinterher flash und Auto-Attack Q trifft. Aber wenigstens triffst du ein bisschen was, ne? Hallo. I'm back. Ein bisschen mehr Elo als warum habe ich denn Dorans Ring gekauft? Alter, ich krieg halt. Ja. Naja, so schlecht ist es ja nicht, ne? Aber wobei, nee, du willst ja nicht lasten, das stimmt, dann ist echt ein bisschen Boost. Ich hab halt Zero Money später. Okay. What? Ich glaube, ich hab bisher jeden Q getroffen, wollte ich nochmal erwähnen. Ja, aber gerade kam von dir kein Meteor, ne? Das zählt halt nicht. Alter, sind jetzt noch gekommen. Hashtag Belief. So, lass die töten gehen. Pass auf. Worauf? Auf die Karma. Ja, aber. Du musst jetzt hier auch mal was riskieren. Okay, ich bin Level 3. Okay. Der Stun kommt gleich raus, warte. Oh, hau rein. Aber nicht gegen Sieger, ne? Warte, Berechnung erfolgt. Meh. Schade. Schade. Aha. Fragezeichen-Bing, Alter. Vor allem habe ich auch keine Pots kaufen können, weil ich ja wirklich null Mana habe. Oh, ich habe sie. Nicht. Beides nice, nicht. Mann. Ich bin tot. Nice. Wo bist du? Gott, Alter. Es ist halt so schlimm. Kann ich die Stopwatch verkaufen? Nein. Es geht nicht mehr. Keine Sorge, ich carry dich. Mein Xerath ist komplett insane. Ja, mein Brand auch. Kollektives Schweigen. No. Vor allem Mantra Q ist ja komplett broken, Alter. Ja, Alter, ich musste gestern gegen Karma im Urf spielen. Ar-Urf. Ich hatte so ein Nidalee, dachte mir so, Alter, Nidalee ist ja komplett geil. Ja, Karmas Q ist AOE, Nidalee Q leichter zu treffen. Ja, GG. So, jetzt, ich bin jetzt Level 3, für mich kann's losgehen. Na klar. Alter, die ist aber auch. Die ist ja auch tot! Da sind wir wieder! Alter, da sind wir. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge durchgecarried. Oh, okay. So läuft das jetzt. Muss einfach jedes Video ein neues Format, einen neuen Format haben, damit die Leute denken, es ist immer was Neues. So. Ja, das stimmt. Oh. So ein einfaches Spiel gehabt. Also, es ist halt, also die Gegner sind halt auch wirklich nicht gut, ne? Also das merkt man hier halt, keine Sidesteps. Die KDA ist jetzt auch wieder bei 1. Die sind auch gar nicht in der Lage, irgendwie hier uns zu überraschen.
Ja, aber jetzt fängt. Alter. 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 Lass den muss man lernen, mein Freund. Ja, sagen wir mal so, wenn beide versuchen zu lasten, sind die Chancen zu verpassen ja deutlich geringer. Okay, so. Nehme ich ein Lost Chapter oder einfach ein bisschen Damage? Hä? Daxi? Hab ich doch schon. Ach so. So müssten Dialoge in meinem Leben immer ablaufen. Damage. Ich bin wirklich für Double Damage. Double Dorans. Ja. Das ist doch ein schöner Item, den wir da haben. Ja. Also, das ist halt wirklich. Ne? Kann sich Double Dorans into jetzt Penetration. Ist Stopwatch ist jetzt auch ab, ne? Also, ich kann jetzt baiten. Same. Same. Ah, es ist echt krass, wie viel wir da gerade einfach so reinböllern können, ne? Ja, macht auf jeden Fall ziemlich viel Spaß für die Gegner, glaube ich. Ja. Jetzt stell dir mal vor, du hättest nicht geintet. Ja, ohne Witz, ne? Also, die gehen halt 2-0. Ah, sie wird jetzt. Er war jetzt auch Rexai am Start, muss ich sagen, aber. Ja, gut, das stimmt. Okay, Special ist raus. Alter. Okay, Achtung, hier ist Karma, ne? Nee, die Frage ist nicht, wo ist Karma, sondern. Da ist Karma, hab ich gesagt. Karma. Ah ne, du hast noch keinen Dark geguckt, dann ist das nicht witzig, schade. Ja, ja, werde ich wohl auch nicht. Was? Hey, Alter, ich bin hier der übelste Preparer, ne? Warum guckst du keinen Dark? Ich mag gruselige Serien nicht. Ist nicht gruselig. Ja, das letzte Mal, als ich gefragt habe, wo du noch nicht wusstest, dass ich gruselige Serien nicht mag, hast du noch gesagt, hier, mein Junge, was CC. Gesagt, Alter, das sind ja Tänzer. TF kommt. Ja, die sind tote Tänzer! Alter, ich muss sagen, die haben ziemlich viel Spaß, glaube ich, gerade. Vor allem, ich meine, die haben gerade echt viel gedodged. Ich sehe mich in der Ziele wieder. Die haben halt gerade wirklich nicht viel falsch gemacht, so. Sag mal, was hatte ich gesagt, als ich noch nicht wusste, dass du kein Horror machst? Dass es so eine, nicht wirklich gruselig ist, sondern eher so ein bisschen Mindfuck mit so ein bisschen Schaudern. Ja, habe ich doch gesagt. Nee, Schaudern? Naja, also so ein Wort würde ich erstmal niemals in den Mund nehmen. Ja, ich weiß, ich musste das gerade am Ende nochmal ein bisschen abwandeln, damit es. Ich hab Ulti. Oh, ja, aber ich weiß noch nicht. Ich hab noch einen Q und dann Ulti, was mal. Okay. Ich nehm Turret Akro. Nee. Ja. Jo. Lol. Hat sie gerade noch geflasht? Ich weiß, was schlimmer war. Deine Ult oder ihr Flash? Hä? Was für eine Ult? Die hätte gehittet. Ja, aber die war doch so schon tot. Ja, aber das konnte man ja nicht 100% wissen. Alter. Hallo, mein Q hat nicht mal, das war nicht mal mein Q hat nicht mal getroffen. Alter, ich hab halt Ult, ne? Wir lassen die nicht zu essen hier. So, die hat kein Ding mehr. Warte. Ja, ich bin halt ein bisschen low. Oh, noch ein Autotech, ich hab keinen Mana mehr. Ah! Titsch! Sehr clean, sehr clean. So Alter, was funktioniert? Super gut. Das geht einfach, what the fuck? Soll ich aus dem nächsten King of Spannung auspacken? Alter, das ist halt komplett dumm. Das ist halt wirklich dumm, Alter. Oh, du bist tot. Eieiei. Warte. Hm. Oh, scheiße. Du hast sehr gut Karma noch einen Assist gegeben. Well played. Ohne Witz, hätte mich gerade der wenig geslayt, hätte ich noch weggeflasht. Ich glaube, ich wäre weggekommen. Ich hatte noch Sun ready. Ey, das wäre eine 10 gewesen. Aber Kate hat halt das wäre wirklich eine 10 gewesen, ey. Das wäre ein Next Level. Ja. Ja, das Problem ist natürlich, mit dem Itembild habe ich jetzt nicht so ganz viele Item-Slots. Willkommen in meinem Leben. Ich bin full Item. Moment, einer sagt, kauft mal Pickwards, check ich so, habe ich Dark Seal? Ja, kann ich? Nein. Den stack ich auch immer Langschwerter. Es ist halt, aber das ist jetzt schön. Also es sah gerade kurz wieder nach durchgeweint aus, aber dann. Ja, jetzt ist es durchgeschrubbt. Ja. Wir sind am Schrubben. Aber die Taktik geht auf, ne? Ich nehme die Kills, du die Last Hits. Ja, oh, aber den CS kannst du nicht kriegen, ne? Gott sei Dank unmöglich. Bin ich da. Da, Alter. Ich habe gerade auf die Ziele gegamed. Triggert mich ja schon ein bisschen, muss ich sagen. Hey, ich glaube, ich muss mir ein Langschwert kaufen, Alter. Sonst habe ich nicht genug Adi zum Last Hits. Aua. Ja, das ist Teamwork. Guck mal, wir haben zusammen mehr CS als die. Das ist das, was zählt. Ja. Ah, die Karma wird uns halt wieder richtig wegbuddern. Ja, tot, ne? Da muss ich sagen. Ja, es läuft halt wirklich ein bisschen besser. Oh, guter Q. Alter, die Minions kill mich. Mach sie weg. Alter, das war halt gerade einfach dein Zahn getroffen. Die war halt fast durch CC. Und oh, die hat kein Schild. Ich flash sie gleich an, okay? Ja, ich bin richtig ready. Die hat auch kein Flash. Die hat eben geflasht. Aber die will mich von hier mit dem Q killen. Ah, will sie doch nicht.
Also, du musst dich ein bisschen beeilen, ne? Oh, guck mal. Wir sehen sie. Hallo. Auto-Attack mal für Mana, ne? Danke für den Tipp. Immer, immer, Alter. Ihr ADCs habt's ja nicht so mitdenken. Oh, du triffst auch noch. Also, damit kann ich aber wirklich nicht rechnen, ne? Oh, nochmal, Alter. Okay. Ja, wir kommen gleich was. Ich glaube, wir sollten uns verpissen. Ja, die hat Shit raus, die hat Shit raus. Ah, ich glaube, ich on the way. Oh. Also, wenn du Ult hast, kannst du gleich einen Double machen. Denk an die Ult, mein Junge. Denk an die Ult. Denk an die Ult. Ja, warte. Sieh mir kein Space Sheet. Oh! Ich. No. Ah, schade, Alter. Ich wusste gerade nicht, dass man. Oh! Easy. War das dein E? Oh, Barrier! Nein! Alter. Aber oh, close shit hier, ey, du. Man kriegt das ja nie so mit, dass ihr ADCs ja auch was könnt. Ja. Das ist aber richtig überraschend dann. So, was wusstest du nicht? Dass man mit der, dass man, wenn man in der Xerath Ulti ist, noch seine Kamera bewegen kann. Lol. Ich hab grad so übelst am untersten Rand meines Bildschirms versucht, mal auf die Ziele zu aimen. Und dann komme ich aus Versehen an den Rand und die Kamera bewegt sich und ich denk mir so, oh. Soos. Saas. Sees. AIDS. Embrace it if you can't escape it. Jo. Alter. Ja, das hier wird halt slow pushen, ne? Nee, es kann freezen sogar. Naja, es kann nicht freezen. Ah, oh, Sivio. Alter. Half-Life. Hast du Ultimate Head dabei? Nee, ich hab Mana Flow Band genommen, weil. Same. Dachte, ne? Aber jetzt ärgere ich mich drüber. Ich hätte gern wieder Ultimate. Jo, same. Vor allem, das Ding ist ja auch, also niemand will uns ja ganken, weil die Chance, dass noch jemand verreckt, ist halt ultra hoch. Jo, Alter, guck dir das mal an! Die ist ja, einfach schon wieder weg. Spaß. Das ist auf jeden Fall eine witzige Lane, so. Ich glaube, du müsstest halt wirklich, wenn ich an Sivis Stelle wäre, ich glaube, ich hätte wirklich Durant's Shield Start, into Vamp Scepter. Boots Start, into MR. Stimmt, Boots 4 Pots Start, into Negatron, into Vamp Scepter. Ja. Into Naturgewalt. Aber ich glaube, du bist halt. Ich glaube, du kannst nichts dagegen kaufen, was ich nicht bummst, ganz ehrlich. Also, ja, also da bist du halt komplett useless und wir nicht, so. Das ist halt der Unterschied. Ja, aber ich glaube, allein der MR-Part ist schon so strong. Ich glaube, du kannst danach fast normal sein. Ja, aber guck mal, aber das ist ja. Im Endeffekt macht mein Q dann anstatt 200, 120 Damage. So. Das heißt, ich muss ein Q mehr treffen, sozusagen. Ja. Also, ist ja nicht so, als ob die Lane safe ist, wenn der Q sie nicht tötet. Outplayed. Boah. RIP, Alter. Die Arme, Mann. Alter. How to tilt AD Carry. Sie muss halt mit dem Spell Shield meinen Q blocken, sonst ist sie halt RIP, ja, so. Ja. Und das die dachte halt sich jetzt auch so, oh, ich geh mal für so ein schönes Normal, zock ich mal Sini, einfach 40 Minuten AFK fahren, Late Game, Spaß, Spiel, Spaß, Freude. Ah. Und Karma deckt sich so, ja, warte mal, ich hab den Brand übel outplayed. Warum ist mein ADC so scheiße? Calculated Risk. Oh, Alter, dass du da Vision hast, ne? Ist halt ich hatte keine Vision, das war ein No-Scope. Hä, hey, ich hatte Vision. Also am Ende habe ich irgendwie nochmal Vision bekommen, aber das war da, das, ja, weil da deine erste Ult hingeflogen ist. Ah, bleibt die Vision echt? Ja, ganz kurz so, aber das reicht halt. Lol. Aber das war, also da würde ich halt tilten als Gegner, so. Wenn ich wüsste, dass du da Vision hast. So, was glaube ich mir jetzt? Ludens, oder? Double Magic Pen hast du schon? Ja, Ludens. Na, sicher. Way to go. Aber ich kann ja auch sehr ein Soulseed ans Herz legen. Das ist ein klasse Item. Das ist natürlich. Porque no los dos. Oh, Double Soulseed von der Botlane. Delicious. Da sehe ich mich. Ich meine, die Gegner haben halt echt viele Gründe mehr zu machen. Die Sivir hätte sogar Hexdrinker gehen können, wenn sie nicht Vampire Scepter will. Hätte sie auch machen müssen, glaube ich. Ja. Ich glaube, sie muss halt früher oder später muss sie halt eh. Eine QSS wird halt nicht reichen. Nee. QSS, Cleanse, Spell Shield, GA und noch eine Stopwatch. Sonias. Alter. Ich glaube, das Nützlichste, was sie in diesem Spiel machen wird, ist R drücken. Ich glaube mal zu Sivir. Boot. Ich glaube, die hat sich jetzt irgendwie Ice Guard weggeportet. Oder trappt jetzt irgendwo. Ich glaube, die ist nicht mehr da. Nee, glaube ich auch nicht.
Dann gehe ich mal die Kamera. Ich one-shot die Backline Wave, das ist doch Sahne. Ah, das ist auch generell mixed, übel nice. Aber früher konntest du halt so 2 AP mitnehmen, damit das immer safe klappt. 2 AP. Ja. Man muss aber nicht direkt übertreiben, ne? Nee, also in den blauen halt, mehr als sonst, weißt du? So. Das Karma-Schild gleicht halt noch genau mein W aus, so. Das ist komm halt wieder zu dir hier. Oh, wir müssen ein bisschen als Einheit rotieren. Da sehe ich dich. Komme. Ah, hat der just a fatten Flash? Oh, braucht er gar nicht! Alter. Mm, delicious. Okay, Sivir? Ja. Ja, Sivir. Oh, ja. Der Sport ist unterwegs. Ey! Oh. Sag mal so, da war ein Kane. Hast du Flash? Alter, du hast schon so lange gewartet, aber. Jo, ich dachte halt, es reicht, Mann. Wie lange ist der denn in mir? That's what she said. Ich glaube, ich hätte nie länger warten können, dann wäre ich tot. Aber dann hätte ich wenigstens nicht geflasht. Ja, true. Alter, der richtig, richtig eskaliert, der Junge. Ja gut, ne? Der kam einfach aus der Wand. Aber wir stehen 6-6 und 3-3. Und 0 Major Stacks. Das Investment. Kurzfristig nicht worth, aber... Das sind wie Bitcoins. Ja, wir sind ja für den das langen Kursgewinn da. Das sind keine Spekulationskäufe hier. Das sind hier keine Bitcoins. Bitcoins übrigens auf 12.000, ne? Scheiße. Ich gebe mich ja hängen. Oh ne, der ist immer noch hier. Ja. Jetzt nimmt das interessante Form wie vom letzten Spiel wieder an. Nee, aber da hatten wir kein Counterplay. Ja. Diesmal habe ich halt einfach reingehittet. Ah, gut, das stimmt. Das ist ein kleiner Unterschied. Nice. Wie was? Fragezeichen. Jo. Pinion Zulzieher. Ja, da ist es schon. Oh, da sehe ich mich. Ah, ich war noch nie so stolz auf dich in meinem Leben, ne? Dankeschön. Warum geht man eigentlich. Achso, der geht gar nicht, Ari, das sah nur so aus. Alter, Rex, der steht einfach 7-1. Junge, günstig. Immer diese Jungler hier. Vielleicht ist es der Ude von eben. Jo. Der war 17-0 gegangen, jetzt gefühlt. Boah. Ich komm zu dir, keine Sorge. Ah. Sie überdeckt sich so, geh ich mal mit Lane. Fuck, nehme ich nicht mehr ab. Alter. Ari kommt, aber die. Was soll sie machen, ne? Also es ist halt. Warte, ich hab keine Assist bekommen. Ist halt weil die mein Q gespellsheedet hat, die dumme Sau. Ja, noch dann. Kaufe ich mir jetzt eigentlich noch die Layton Morellos oder so? Ja, schon, oder? Brauchst du eigentlich nicht, aber weil du kannst ja. Ah ne, Tab wird dir den Blue Buff contesten. Kannst du machen. Hm, das stimmt. Der scheiß Inter. Ja, und die CDA ist halt auch echt nice. Dann gehe ich jetzt auf Morellos. Ja. Oder Rabadons ballert, glaube ich, schon ganz geil rein. Aber die CDR ist halt das, was mich so ein bisschen antört. Ja, RIP. Okay. Hier ist auch wirklich ein interessanter Champion, muss ich sagen. Mhm. Alter, ich habe einfach Panik, ey. Da war kann einfach ich, zu kann viel. Ich verstehen, kann ich verstehen. Der einfach alles. Ciari wird mich killen. Ich denke, guck mal hier. Das Real Friends. Das ist ja so krass. Ich hab erst eine Sekunde überlegt, ob ich dich reinlaufen lasse. Aber weißt du noch den legendären Play? Alter, ja, hab ich letztens wieder auf Twitter retweetet. Alter, ich auch, ey. Da wurden wir beide gemerkt. Alter, das war einfach. Ich glaube, es war der beste Play, den ich mein Leben jemals gemacht habe. Ja, ja. Hier ist er, Leute. Oh. Falls ihr den jetzt nicht gesehen habt, dann war doch ein Sport. Hatte ich doch keine Zeit mehr. Ja, eigentlich soll es ankert werden, aber ich glaube, ich cutte das einfach so ein bisschen, ne? Also einfach nur X, C und V. Ja. Dann schön durch da. Au! Alter, das ist aber auch... Gute. Alter, wie viel da jetzt schon wieder fliegt. Ich habe jetzt auch einen Slow. Wie viel die einfach ins Maul gesprungen kommen die ganze Zeit. Weil wir treffen ja nichts, aber es ist ja nicht schlimm für uns. Jo, aber ist halt egal, weil es A keinen Cooldown hat und sie halt B komplett weg so. Ich mal an. Ich meine, sie hat mich jetzt getroffen so, aber what the... Sie ist halt. Wir haben jetzt mal 11 Skillshots, 2 getroffen und sie muss Base. Sagen wir mal so. Kane will doch Turn, das sehe ich doch. Alter, Kane ist halt wirklich ein dummer Champion. Ja, aber der macht übel Spaß, weil der sich halt auch wieder. Das ist ein Champion, der spielt sich einfach unfair. Der spielt sich einfach unfair. Macht deswegen. Au! Au, Alter! Da wollte ich jetzt aber auch.
echt übel überrascht von. Lauf. Das spielen wir noch, das spielen wir noch. Hä? Okay. Okay. Ups. Ja, ne? Willkommen im Soulstealer-Leben. Never help. Guck mal in den Chat, Alter, was geht bei der Vayner? Alter. Nein, die Major Stacks sind ja schon wieder weg. Ja, eben, deswegen meine das ich doch im Major Stacks. Sorry, das habe ich nicht gesagt. Danke. Aber. Also, es geht ja wirklich nicht. Es muss noch Grenzen geben. Unsere Freundschaft nicht ist stark. Aber. Oh mein Gott, ich habe so verkackt. Ich hätte ihn eigentlich easy weggeholt. Ah, came broken, you trash. Alter, ich bin einfach Gott. Ich bin einfach so nett. Ja. Alter. Der Gym ist. Was ist denn das? Aha. Alter, der hat einfach viel zu viele Dashes für mich, Mann. Da würde ich AD Carry spielen gegen den. Weißt du, Kane ist wirklich so einer der wenigen Assassins, die mir als AD Carry nicht komplett auf den Sack gehen, so. Weil der halt nicht so diesen Ultra-OP-No-Skill, ich kann nichts machen, Gap-Closer hat. Nee. Also, er der kommt kann zwar durch die Wände, aber ich meine. Ja, gut, ne? How can you be so bad? Der Tint ist auf jeden Fall stark in dem jungen Mann. Alter, was ist denn das für ein Trash-Talk im Normal? Normal Games sind echt brutaler, als ich dachte so. Oh, Alter, den Damage, einfach Half-Life, ne? Lecker, lecker, lecker. Aber ich bin jetzt auch ein bisschen angefüttert. Okay, ich bin ready. Wir können jetzt ich würde sagen, lass mal die Vayne tilt, lass mal nach oben. Das ist eine gute Taktik. Da hab ich Bock drauf. Oh, ja, hier wurde gerade gewardet. Deck die mal auf. Oh. Alter! Warte, ich deck dir die Sieve auf. Schade. Hast du nicht noch einen? Ja, aber aus Prinzip habe ich abgebrochen. GG. Nicht aus Versehen. Guck mal, ab zur Vayne hier. Alle fünf! Alter, der Team ist auf jeden Fall auf derselben Page. Tilt this fucker. Du bist ja einfach Gott, ne? Gott des Tilts. Aber es stirbt nix. Es stirbt nicht. Oh shit, ey. Ich hätte killen können. Ich dachte, das reicht. Was ist denn bei dir? Oh nein. Ach, nix. Dafür brauchen wir das ganze Team. Okay, oder? Die längste CC-Chain aller Zeiten. Ich überlebe. Okay. Fragezeichen. Alter. Das ist so schön. Das ist so. Einfach, dafür spielt man League. Oh, shit. Leute zu tilten macht halt schon Spaß, so, wenn man halt so eine Eröffnung kriegt, ne? Jo. Ich krieg ja echt noch schöne Stacks. Na! Optimal verlaufen. 100 Mana gehabt, 6 Stacks dafür bekommen. Optimal. Kane kommt, der einzige von denen. Du wirst jetzt schon Base gehen. Hä? Das finde ich ein bisschen enttäuschend. Wie, was, wo? So, optimal würde ich sagen. Ich habe jetzt auch meinen Loons. Alter, unsere Item-Bits sind aber auch sehr synchron. Warte, ich muss das hier mal richtig legen. Spiel, das spricht für die Balance des aktuellen Spiels. Hä, wie kann ich. Warte mal, der will dir den geben? No, give him my friend Xerath! Why? Wrecked! Du wolltest ihn mir doch sogar geben! Ja. Ich
Guck mal jetzt. Oh, delicious. Ja, dafür gönne ich mir den Pinkboard, der ist eh viel cooler. Das war kein Pinkboard, das war eine Krabbe. Oh, weg. Alter. Okay. Outplayed. What the fuck? Oh, Botlane. Lass so richtig spielen, jawohl, wie die wahrscheinlich in Gold spielen. Wir müssen ihm helfen. Komm mit. Outplayed. Diesmal falle ich nicht drauf rein. Das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt gehabt. Bei Karma habe ich. Lebe ich? Ich lebe nicht, oder? Hast du noch was? Ich lebe. Easy, ich lebe zwei life. Leben! Alter. Spandau und Ferno Alka, calculated risk. Ich gehe noch nicht Space, ich bin keine Pussy. Okay. Ich bin ja quasi noch Full HP. Ich habe jetzt auch das erste Mal mehr als 15 Stacks. Wenn du das erste Mal als 50 Stacks haben wirst, willst du dein Leben lang nur noch Soulzähler bauen, weil der Movement Speed ist dumm hoch. Guck mal, ich habe 453 Movement Speed. Nee, ich sag mal so, Glücksspiel macht süchtig, ne? Das kann ich nicht verstehen. Ja, aber. Warte mal, wo ist das? Du gehst auf jeden Fall vor. Oh, lass uns erwähnen. Oh, Alter, auf dem Weg. Wenn ich die mit so wenig Leben noch kille, wäre witzig. Ah! Du musst vorlaufen. Okay. Alarm. Nee. Ich hab meinen Rabat und ich geh da. Warte, ich mach hier. Nee. Ich komme. Nein. Oh, geil, ich krieg ja Movement Speed, wenn ich was treffe. Wen? Wird sichtbar! No! Sie hat einfach an dir vorbeigeflasht und mir einen Auto-Attack zu geben. Alter, ich hab alles drauf gedonnert, ey. Alter. Jetzt hab ich Rabadon, jetzt bin ich bereit für den One-Shot. Shit, ey, ich hab grad 10 Stacks verloren, das ist halt einfach. Weiß vielleicht nicht ganz so, Worf, das gebe ich zu. Ja, aber für die Style-Points. Aber Kane ist halt impossible to kill, ne? Ist echt strange, ja, der hat. Ja, gut, mit dem Item-Build und der Form ist der halt echt unstoppable so. Ja, aber es ist halt krass, dass er währenddessen halt immer noch damaged fährt. Ja. Ich dachte immer, die Variante macht quasi keinen Schaden. Ist echt krass, Foscreen gibt mir 1200 Gold. Das ist halt echt eine Menge. Holy shit. Ist halt so viel wie Kleptomancy, ne? Ist halt fast so viel, wie ich durch den CS-Unterschied habe, so. Ist halt echt krass. Auf AP-Giant ist es jetzt halt auch richtig strong. Ich bin auf dem Weg. Alter, das hört wirklich genau davor auf. Die hat einfach nichts gedodged, die Main. Alter, die Ahri hat noch Ult, das würde mich ja triggern als der. Kane gehen können. Alter, ich wäre auch für Ahri gegangen, so ein AP. Oh, hallo. What the fuck? Pass mal auf. Oh, nice. Oh, warum krieg ich für Vision dann kein Assist? Dann ist der Kane. Full HP natürlich, was sonst? Natürlich. War ja gerade ein Teamfight. Die machen wir jetzt nicht so viel Damage. Ich habe das Gefühl, so ein Void Staff würde hier wirklich nicht schaden. Hä? Ich verstehe das Prinzip nicht. Na? Okay. Gut, ne? Du hast trotzdem erstmal eine Standpauke erhalten. Stimmt, dein Komet pockt ja noch delayed dann wegen ja, der Pass. Aber ja, ich glaube, Airy wäre noch cooler. Komm nach oben. Du zuerst, ne? Oh no. What? Was war das für ein Heal? What the fuck? Alter, das habe ich gerade einfach komplett einfach traurig gemacht. Hat der sich um 1000 gehealt, Alter? Ey, das war halt wirklich, glaube ich, so viel, oder? Aber er hielt sich ja auch um einen Prozentsatz von dem verlorenen Leben irgendwie so, glaube ich. Aber es war halt echt krass. Ja, das war schon. Na, der war so auf, wahrscheinlich so auf 800 und der kam halt raus mit 2200. Jo. Also jetzt hat mehr als 1000 geheilt. Mein Stun hat jetzt auch nicht optimal gesessen, gebe ich zu. Ja gut, aber ich glaube, ich dachte halt, ich stelle mich unterhalb von dir und dann töten wir den, aber ich hätte mich halt oberhalb stellen sollen und dann hätten wir laufen müssen, aber damit kann der niemand ja, wahrscheinlich. Aber der kann ja entscheiden, ob er oben oder unten rauskommt. Oh, was ist das jetzt hier?
Heimer wollte eigentlich einen Sneak hinten Nash machen, aber Rixer hat es nicht ganz verstanden. Ich krieg ja sogar bei der Pflanze Mana wieder, nice. Ja, überall. Wards auch. Ist das jetzt... Ja, wir ziehen das jetzt durch hier, wir ziehen das jetzt durch. Nein! Bist du behindert? Rexai! Alter! Was war das denn? Alter. Das war auf jeden Fall ein krasser Play. Oh. Ich war drin. Das kann die Sieve einfach mit der Ultimate killen, aber hat nicht geklappt. Alter, die Vayne ist aber auch wirklich nicht so talentiert, ne? Ult, mein Junge! Nice. Schießt du ihn hin? Da hinten. Da würde ich jetzt nicht mehr hingehen, mein Junge. Na, pass mal auf. Mann, ich war bei 20 Stacks, jetzt bin ich einfach wieder bei 0. Aber du bist langsam bei... Ah, noch, wenn du noch einen Kill hast, ne, dann ab 15, glaubst du, wirst so Ziele lieben. Dann geh ich mal in die Base. You left. So, was gönnen wir uns denn jetzt Schönes? Ich glaube, mit dem Kane werde ich eh nie wieder Damage machen. Wobei, die fangen jetzt langsam an, im R zu bauen. Das sehe ich natürlich nicht so gerne. Nee, ich glaube, da brauchst du einen Void Stuff leider. Ab zum Void Stuff. Weißt du, so, als AD Carry ist das so, okay, die Gegner haben jetzt erst 4 Armor-Items. Na, lohnt sich jetzt noch nicht unbedingt auf Void Stuff zu gehen. Und als Mage ist so, ah, die Gegner haben 10 MR im gesamten Team. Time for Void Stuff. Jo. Ich habe wirklich keine Mana-Probleme, ey. Das ist eigentlich echt ganz geil. Ja. Und auf der Midlane spielst du halt Ludens Rush und es gibt halt nichts Ekelhafteres als Ludens Rush. Die ziehen eigentlich 4 Items her, holy shit. Ja, das Game ist sogar richtig close jetzt hier inzwischen. Hm. Dadurch, dass wir den Gegnern jetzt auch noch Nash gemacht haben. Ja. Eventuell gibt es auch den einen oder anderen Spieler in unserem Team, der vielleicht ein bisschen häufiger gestorben ist. Ich gucke niemanden an. Ja gut, was soll ich dir sagen? Gibt halt Situationen im Leben, da trifft man nicht immer die beste Entscheidung. Ich hab halt Rabadons. Oh, da oben ist Party. Ich würde da an deiner Stelle weggehen, wenn ich du wäre. Wenn ich du wäre, ja, jetzt ist es ein bisschen zu spät, würde ich sagen. Map Awareness wird ganz groß geschrieben hier. Das ist so easy. Oh, ich dachte, die chase dich. Die hätte dich mit ziemlicher Sicherheit killen können. Ach, du unterschätzt mich. Ja, das sind 3 Autotext, die ich für dich brauche mit dem. Du unterschätzt mich! 3 Autotext! Chase mich jetzt? Ist noch nicht fertig mit dir. Die hat dich noch gechased. Alter, was ist denn los bei ihr? Unser Team ist gut am Inten. Kann ich mich jetzt nicht beschweren drüber? Jetzt ist halt so die Phase, wo man durchaus mal merkt, dass man keinen AD Carry hat, ne? Naja gut, ADCs werden auch den ganzen Tag AD Carry gepickt, upsie. Wir haben sogar 2 davon, die könnten uns ruhig einen abgeben. Alter. Ich habe ihn ignited. Ich glaube, das ist egal. Ja. Der hat sich halt trotzdem um 1k geheilt. Das ist over, das Game. Kane ist halt schon irgendwie nicht ganz so cooler Champion. Baron Thrawn. Das kann doch nicht sein. Ja, genau. Ich glaube, es hat jetzt nicht nur am Baron gelegen. Nein! Da gab es vielleicht noch. Ja gut, also mit 13 Toren kann man sich vielleicht hier und da einen kleinen Vorwurf machen. Nichtsdestotrotz war das eine weitere Folge durchgelacht. Es war die Welt. Die ist halt on fire. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest. Ich wünsche euch allen guten Rutsch. Ich danke dir so noch fürs Mitmachen. Schaut bei den Jungen vorbei. Gerne, gerne. Für schöne, salzige, ne? Ich wollte gerade salzige Zuckerstücke sagen. Er hat halt einfach Most Damage so. Er geht halt einfach, I don't know. Und vor allem Most Damage taken ja auch. Das finde ich ist immer so erschreckend, wenn Champs das schaffen. Und Healing dann hat er halt einfach 34.000. Vayne hates Speech. Ja, in dem Sinne, Leute, haut rein, bis bald.